Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War. Ach so, hier sind Objekte, Sachen. Ja, jetzt geht's hier rüber. Aber eins möchte ich erstmal wissen. Wie man da oben hinkommt. Moment. Nee, ich glaube, da kommt man noch hin. Da bin ich ja jetzt umsonst darunter gegangen. Den Schlüssel habe ich, glaube ich, schon. Aber warum gibt es es dann immer noch? Vor allem, den kann man hier runter. Ah! Hier kann man noch runter. So. Und ein bisschen Magie kann auch nicht schaden. Und Leben, vor allen Dingen. Vor allen Dingen, warum ist hier so ein Ort? Nur dafür? Naja, das Leben konnte ich ja gut gebrauchen. Ach, hier geht's ja sowieso nicht weiter. So. Und schon bin ich wieder oben. Uah. Bin ich ja fast hängen geblieben. Rückweg ist offen. Ja. Ich glaube, da kommt man hin, irgendwie, wenn man da oben die Brücke lang muss. Heißt, ich muss noch warten, bis ich dahin komme. Und hier speichere ich mal sicherheitshalber mal ab, aber nicht unter den vierten, sondern dem ersten, meinen Zwischenspeicherblock. Für diese Aufnahmesession. Saison. Los, weg hier! Warum war mir das klar? Der rechte Weg geht kaputt und ich muss natürlich den linken Weg nehmen. Die Dächer von Athen, okay. Ja.
Ach so, ich muss hier hoch. Verdammt. Ach, apropos. Power up. So geht's schneller. Zumindest hoch. Yay, so geht's. So funktioniert's gut. Warum ist jetzt auf einmal mitten in der Stadt? Ein bisschen Magie keinen Schaden. Wow. Filmsequenz. Oh, diese Viecher. Ich hasse sie. Zumindest habe ich keine guten Erinnerungen bei denen. Und zwar nicht, weil sie schwer sind, sondern nein, weil sie einfach nur nerven. Ja, sie nerven. Jetzt können auch noch die normalen dazu. So, blöder Bogenschütze, du bist weg. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Ihr nervt. Na, wie viele noch? So, wie lange lebst du denn noch? So. Du nervst, Bogenschütze. Die sind so unglaublich nervig. Sind hier noch Gegner? Dass hier was versteckt, war ja klar. Oh, noch ein Gorgonenauge. Okay. Ich finde mehr Gorgonenaugen als diese Federn. Heißt, okay, hier gibt es noch einen Gegner. Wo? Wo? Oben? Ah ja, hier. Ich hasse diese Typen. So, das war ja einfach. Ja, wenn ich den Zorn genommen habe, ist es ja auch einfach.
Au! Ich weiche doch aus, da mal lieber. Ja, aber. Ja. Und weg bist du. War da gerade Krater? War da gerade Ares vorbeigegangen? Warum war es mir klar, dass hier irgendwas versteckt ist? Diese Dicken sind einfacher als diese im Boden Versinkteile. Oh. Ja, man kann nicht einfach so runter. Nö. Los, weg hier! Ares ist in die Stadt eingedrungen! Wann kommt die Falsche? Oh, hier kommt jetzt Plattforming. Was soll ich denn eigentlich die Ladezeit eben? Ja, das konnte man leicht übersehen. Dass da eine Kiste ist. Erstmal gehe ich nach da hinten. Oh, hi! Und Bogenschützen natürlich auch. Blöde Bogenschützen, weg mit euch, weg mit euch! Wahrscheinlich war es auch wichtig, die hier wegzuhauen, sonst würden die an ihm abschießen. Ich glaube sogar, das war sogar wichtig. Da bin ich hier, bin ich da einfach mal vorbeigesprungen. Die hätten definitiv genervt bei diesem Sprung. Und eine neue Truhe. Was ist das hier? Noch ein Speicherpunkt. Auf jeden Fall, die Speicherpunkte sind gut gesetzt. Zumindest jetzt zur Zeit. Kann man die kaputt machen? Ich
Die Frage ist, wo muss ich jetzt lang? Es gibt hier zwei Wege. Was bringt das? Oh, hi. Massen über Massen. Ah! Nja. Alle auf dem engsten Raum, oder was? So. Wie viele noch? Kommen hier unendlich viele, oder was? So. Eine Treppe? Wenn eine Leiter, meine ich? Oh. Mit ein paar Punkten. Ja. So, und jetzt wieder ein bisschen aufpowern. Doch 1002. Das brauche ich dringender. Ein bisschen Magie. Und hier ist nichts Wichtiges drin? Sonst war hier nichts, oder was? Wo führt mich eigentlich die Leiter hin? Ja, das kommt wieder ein bisschen Punkte. Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und... Ach, erstmal mache ich hier die ganze Statue kaputt. So, und jetzt mache ich erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.